Wenn Geldsorgen das Leben bestimmen, kommt die Liebe zu kurz. Ich bin alleine mit den Kindern zu Hause und auf mir lasse dann halt so die ganze Geschichte. Dann wird die Schuldenkrise zur Beziehungskrise. Wir haben auch sehr viele Scheidungen mittlerweile erlebt, weil der Stress natürlich sehr groß ist. Und zerbricht die Liebe daran, muss man sich auch noch vor perfiden Tricks des Partners schützen. Er hat 10 Jahre meines Lebens zerstört und meine Zukunftspläne ruiniert. Selbst unter Partnern bleibt Geld noch immer ein Tabuthema. Ja, aber warum? Weiß ich das nicht. Und das manchmal mit schlimmen Folgen. Sie waren jung, verliebt und wollten eine sichere Zukunft. Noch vor der Hochzeit finanzieren Benjamin und Madeleine Pfahl 2 Wohnungen als Altersvorsorge. Doch die Immobilien sind Schrott. Was bleibt, ist nur ein Schuldenberg von 214.000 Euro. Dann kündigt die Bank auch noch den Kredit. Also im Moment steht eigentlich alles auf dem Spiel. Und das war eigentlich alles, das, was aufgebaut worden ist, einfach weg ist, weil wir eben halt auf so eine Betrüger reingefallen sind. Beim Abschluss des Kredits war ihr Konto nämlich bereits im Minus. Das Paar lässt sich überreden, das von Benjamin geerbte Haus als Sicherheit anzugeben. Jetzt steht das vor der Zwangsversteigerung. Eine Existenzangst, die die Beziehung belastet. Ja, also wir haben wirklich große Angst. Gerade weil halt in den letzten Tagen so viel passiert ist. Einmal das wegen der Gehaltspfändung und dann auch noch halt die Kontopfändung. Seit 5 Jahren prallen die schlechten Nachrichten immer zuerst auf Madeleine ein. Schon als sie schwanger war, wurde der Gang zum Briefkasten für sie zur Tortur. Es ist halt irgendwie ein bisschen ungerecht. Und wenn dann der Mann noch nicht mal zu Hause ist, sondern auf Montage unterwegs, ist das schon ein großes Laster, was man dann als hochschwangere Person eigentlich trägt. Auch heute lässt der Stempel auf dem Umschlag wenig Hoffnung zu. Ich glaube, du hast einen Brief von der Sparkasse bekommen. Ein Brief von der Sparkasse? Obwohl solche Briefe regelmäßig kommen, bleibt das Öffnen eine Qual. Ja, eine Pfändung meines Kontos, das ist mein Sparkonto, wo ich damals immer drauf gespart habe. Die beiden reagieren unterschiedlich. Sie sind schon vor der Schuldenfalle ganz verschieden mit Geld umgegangen. So, denke ich mal auf jeden Fall, dass das eher von meiner Seite, was Beanschaffung und sowas, dass ich der Vortreiber bin und meine Frau mich dann eben halt doch bremst und zurückhält. Ja, kann man so sagen. Also mein Mann hatte halt schon immer Probleme, hat sich mehr im Dispo-Kredit aufgehalten, wo ich persönlich ein Problem mit habe. Mit diesem Unterschied stehen sie nicht allein da. Fast jeder 10. Deutsche ist überschuldet. Beziehungsstreit ist da vorprogrammiert, denn der Umgang mit Finanzen hängt auch am Geschlecht. Männer haben im Schnitt 40.000 Euro, Frauen dagegen nur 28.000 Euro Schulden. Befragungen zeigen, dass Frauen das Risiko bei Krediten eher meiden. Und wenn sie bankrott sind, leiden sie stärker unter Schuldenstress. Auch bei Janine und Thorsten aus der heutigen Raus aus den Schulden-Folge ist das ein Problem. Unterhaltszahlungen an die Ex-Partnerin, immer neue Kredite und dann Gehaltsausfälle. Die Belastung für die ganze Familie ist enorm. Doch Janine leidet deutlich mehr als ihr Partner. Ich muss mich auch konzentrieren, obwohl ich den ganzen Tag den Mist im Kopf habe und wesentlich weniger schlafe als du zum Beispiel. Sei du froh, dass du wenigstens noch den Luxus, tut mir leid, aber hast und wirklich diesen Schalter hast abends. Ich hätte den auch gerne und würde einfach abschalten, geht bei mir nicht. Ja, aber also bei mir ist das so. Verantwortlich machen, dass du bis morgens 4 Uhr wach liegst. Mache ich ja auch nicht. Ich sage ja nur, ich habe genauso meinen Laster zu tragen und ich stehe den Tag auch durch. Die Schulden werden zum Beziehungskiller. Das Paar begibt sich sogar in Therapie. Denn Streit steht auf der Tagesordnung. Jetzt liegt irgendwie eine ständige Gereiztheit in der Luft, ne? Also das ist, man streitet sich viel, viel häufiger und man hat auch irgendwie nichts mehr voneinander, ne? Gemeinsame Freizeit haben Benjamin und Madeleine kaum. Wenn, kümmert sich das Paar um seine Kinder oder bereitet Unterlagen für die Bank vor, um der Insolvenz zu entgehen. Dass die Beziehung unter dem jahrelangen Schuldendruck nicht zusammenbricht, liegt an einem Faktor. Liebe.
Ist so, gute Zusammenarbeit. Schwer zu sagen. Wir arbeiten alle Sachen, alle Unterlagen, alles, was wir machen, das machen wir mal zusammen, die ganzen Zahlen, das Jonglieren. Was schaffen wir uns an? Was tut noch nicht Not? Ja, es wird eben halt alles aufgeteilt. So, dass es eben halt passt. Dann leben wir Monat für Monat immer neu hinein und hoffen, dass nichts kaputt geht. So eine ständige Unsicherheit wirkt sich negativ auf die Beziehung aus, weiß Paartherapeutin Marina Gardini. Sie hört täglich von Streitigkeiten, bei denen auch Geld ein Thema ist. Selten geht es dabei um nackte Zahlen. Der Streit greift viel tiefer. Also Geld ist oft auch ein Stellvertreterthema für andere Themen. Bei Geld geht es um Macht, um Ohnmacht, um Unsicherheit, um Sicherheit. Da geht es darum, dass Werte und Haltungen dahinter stecken. Manchmal ist es auch so, dass Geld auch Geheimnisse des Partners oder tiefsitzende Ängste zum Vorschein bringt. Und das ist etwas, was nicht jeder Mensch auch möchte, weil Geld auch ein privates, ein intimes Thema ist. Zu intim für die eigene Partnerschaft? In einer Fußgängerzone machen wir den Test und befragen Paare zu alltäglichen Einnahmen und Ausgaben. Zuerst sollen sie getrennt das Nettohaushaltseinkommen eintippen. Das Ergebnis geht bis zu 1.000 Euro auseinander. Erstaunlicherweise ist bei manchen Paaren das Thema Gehalt tabu. Bei ihm habe ich jetzt geschätzt, wenn ich ehrlich bin. Warum weiß man das nicht? Weil das also bei uns gerade echt in der Umstellung im Moment ist. Er hat jetzt gerade in der neuen Firma angefangen, ist gerade fertig. Ich fange jetzt auch wieder erst an und verdiene jetzt erst Geld. Und deshalb ist das halt noch ein bisschen neu. Aber gerade dann würde man ja drüber sprechen, oder nicht? Also, er ist ja noch nicht mal, ja, doch. Das lag jetzt nur daran, dass du nicht genau weißt, was ich verdiene. Genau. Ja, aber warum? Weiß ich das nicht. Bei vielen Paaren ist Neid untereinander oder Konkurrenzkampf vielleicht auch, ich weiß es nicht. Doch auch bei den Ausgaben scheinen sich die Paare wenig abzusprechen. Was glauben Sie denn, wie viel geben Sie im Monat für Lebensmittel aus? Es kommen Unterschiede von 100 bis 300 Euro zusammen. Vielleicht kommen dann so ein paar Extras wie Süßigkeiten oder sonst was. Niemals. Ja, natürlich kommt da einiges zusammen. Also ich mache einmal die Woche einen Großeinkauf und zwischendurch halt Brot und frische Sachen, Milch und was eventuell sonst noch anfällt. Und da kommt man gut auf 550 Euro. Er ist halt sehr ein sparsamer Mensch und guckt auf jeden Cent. Und ich bin halt eher so, ich will dann eher leben, ne? Und sag mir, okay, wir leben nur einmal und wollen dann mal jetzt dahin gehen oder uns das kaufen oder so. Bei den Versicherungen ist die Verunsicherung groß. Diese Frau glaubt, 10 Euro könnten reichen. Das liegt auch daran, dass sie gar nicht genau weiß, was alles abgeschlossen wurde. Ich habe meine Zahnzusatzversicherung, das war's. Ja, aber dann noch die Dingsversicherung im Jahr, diese Haftpflichtversicherung. Ja, dann noch im Auto im ganzen Jahr. Pump, ne? Auch bei anderen Paaren liegen Versicherungen nur in einer Hand. Von daher hat man die Zahlen, glaube ich, einfach fix im Kopf. Also wenn ich jetzt 10 Minuten Zeit hätte, könnte ich sie Ihnen ganz genau sagen. Aber jetzt so grob überschlagen, weil vieles ja auch nicht monatlich abgebucht wird, sondern eher jahresweise, halbjährlich. Da müsste man erst umrechnen. Von daher dauert das einen Moment, bis das im Kopf irgendwie dann auf den Monatsbetrag gerechnet ist. Wissen Sie das auch so genau? Nö, sie macht das. Ja, sie regelt das. Ich bin nicht der Freak, der sie kontrollieren muss. Deswegen, ich vertraue ihr, ich glaube ihr und dann muss das passen. Claudia Verlande unterzeichnete aus Liebe und falsch verstandener Treue einen Vertrag, den ihr der Ehemann reichte. Er hatte sich mit einer Firma selbstständig gemacht und brauchte die Sicherheit seiner Frau, die im öffentlichen Dienst arbeitet. Mir waren die Folgen überhaupt gar nicht bewusst darüber, was diese Unterschrift an Ruin für mich letztendlich brachte. Denn hinter komplizierten Paragraphen versteckte ihr eigener Ehemann, dass sie ganz allein für die Tilgung der Kredite zuständig war, ohne die Immobilien verkaufen oder nutzen zu dürfen. Über 600.000 Euro Schulden hatte sie, als die Ehe letztendlich zerbrach.
Ich weiß nicht, warum mein Partner wollte, dass ich so etwas unterschreibe. Er wollte eine Sicherheit haben. Er hat mich benutzt und gebraucht. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Ja, weil als ich unnütze war, da wurden wir fallen gelassen. Nicht nur ich, sondern auch die Kinder. Zu dem Schuldenberg kamen weitere böse Überraschungen, als sie sich erstmals durch die Familienfinanzen wühlt. Denn schon bald kann sie die private Krankenversicherung nicht mehr zahlen, wird bei Ärzten mit ihren Kindern abgewiesen. Ich stand da und hatte dann die Versicherungen bei mir stehen, die gesagt haben, das interessiert uns alles gar nicht. Sie haben mit uns den Vertrag abgeschlossen und von Ihnen möchten wir jetzt das Geld. Er hatte damit nichts zu tun. Denn für Schulden gelten andere Regeln als beispielsweise in der Sozialgesetzgebung. Wenn jemand Hartz-IV-Bezieher wäre oder würde es bekommen, aber der Partner verdient so viel, dann werden beide Einkommen zusammengerechnet und wird als Gemeinschaft angesehen. Aber beim Darlehen ist es anders. Da haftet immer nur derjenige, der den Vertrag unterschrieben hat. Auch wenn zum Beispiel die Frau einen Vertrag unterschrieben hat, die wird arbeitslos, kann nicht bezahlen, der Mann verdient 20.000 Euro im Monat, haftet er nicht für die Schulden der Frau mit, da er nicht unterschrieben hat. Der Mutter bleibt nichts als der Weg in die Privatinsolvenz. Mit ihren zwei Kindern zieht sie in eine kleinere Wohnung, kann keine Verträge abschließen, lebt jahrelang an der Armutsgrenze. Alles, weil ihr eigener Mann sie ums Geld betrogen hatte. Also mein Selbstwertgefühl war in der Zeit am Anfang ganz am Boden. Und da haben natürlich auch die Menschen zugespielt, die ja, mich eiskalt haben merken lassen, du bist naiv, du bist dumm, du bist blöd, wie konnte dir denn sowas passieren? Ach, das haben wir ja schon immer gesagt, und wie konntest du denn mit dem zusammen? Und das war doch absehbar. Ja, diese klugen Sprüche, ne, die einen überhaupt gar nicht weiterbringen. Claudia Verlande lernt in der schwersten Zeit ihren jetzigen Partner kennen. Obwohl die Hundetrainerin von der Liebe so getäuscht wurde, fasst sie erneut Vertrauen zu einem Mann und hat die Kontrolle über ihr Leben zurückerlangt. In der neuen Beziehung achtet sie besser auf die Finanzen. Wie von Experten empfohlen, schaut sie auf die Kontobewegungen ihres Partners. Er kann jederzeit auf mein Konto zugreifen, ich auf sein Konto zugreifen. Aber wir haben Respekt voreinander, ne? Und halt eben dieses Grundvertrauen ist einfach da. Natürlich, ne, in 15 Jahren, ne, haut er mit so einem blonden Gift ab, dann stehe ich auch wieder da und sage, ne, mein Gott, ich hätte es doch wissen müssen. Aber das ist im Rückblick immer einfach gesagt. So ein Grundvertrauen haben nicht alle Paare. Unter Verheirateten haben nur noch 80% ein gemeinsames Konto. Weniger als die Hälfte sind es sogar, wenn der Trauschein fehlt. Es gibt viele Variationen, die Kosten zu teilen, wenn man zur Zwei-Konten-Regelung greift. Von meinem Konto geht das, bezahlen wir das Essen und von seinem Konto geht die Miete ab. Ne, so rechnet sich das dann im Monat. Wer ein Konto teilt, muss mehr absprechen und auch mal einschreiten. Was so technische Sachen angeht oder Auto oder solche Neuanschaffungen, wo ich sage, es muss ja wohl jetzt nicht sein. Ne? Also da muss ich oft dann die Daumenschraube anziehen, wo er da eher der Verschwenderischere ist. Um Stress zu vermeiden, empfehlen Paartherapeuten drei Konten. Ein gemeinsames für alltägliche Ausgaben wie Telefon, Versicherung und Miete und jeweils ein eigenes für die Freizeit. Benjamin und Madeleine Fahl versuchen, sich und ihre Zukunft zu retten und bekommen Hilfe von Schuldnerberater Johann Tillich. Bei aller Gutgläubigkeit des Paares beim Immobilienkauf ist der Experte sauer über die Masche der Bank. Mittlerweile wurde festgestellt, dass die Bank sehr wohl wusste, dass die Wohnungen nicht werthaltig sind und die Leute eigentlich von Beginn ab der Finanzierung dadurch ruiniert wurden. Die Wut auf Berater, Bank und Notar schweißt die beiden zusammen. Sie haben unser Leben kaputt gemacht. Und schon ist man dann wirklich sauer auf diese Menschen und möchte eigentlich nichts mehr mit denen zu tun haben. Das Paar meistert bisher den Streit ums Geld und lässt sich die Beziehung nicht zerstören. Wie hoch die Belastung aber noch wird, hängt allein am Wohlwollen ihrer Bank.